Also hier ist der Berg Bugarach, wo die UFOs gesichtet worden sind und so weiter, wo man das Ende der Welt erwartet hat. Also viele Leute so am 31. Dezember 2012, aber nichts ist passiert natürlich. Ich möchte gern so eine UFO oder zwei mal sehen. Mal schauen, was da passiert. Mal nichts natürlich. Bugarach. Also hier in Bugarach hat man dann in 2012 da die Weltuntergang erwartet, ne? Und so, da sind so UFOs gezeigt, gesichtet worden. Da habe ich dann geschlafen. Da ist die Pic de Bugarach. Und aber ich kann euch versichern, dass keiner von den Franzosen hier, der hier war, das ernsthaft genommen hat. Man wollte nur eine Mega-Party hier feiern. Aber sogar das ist verboten. Wenn man die Party des Jahrhunderts hier machen will, die waren hier gekommen. Also es gab dann andere, die das dann sehr ernsthaft genommen haben, da die Behörden mit Polizei, da die ihre Montur und Waffen da schön mal wieder gezeigt haben und mit Hubschrauber gekommen sind und alle Leute hier den Zugang verboten haben. Also wir sind wirklich ihre Sklaven. Sogar eine Megaparty in der Natur, schön ruhig, ist verboten. Sie sind frei, wir ihre Maurer. Und das habe ich hier aufgelassen da in der Nacht, diese Seite. Ab und zu habe ich da mal rausgeguckt. Nix. Alles Quatsch. Also überall, wo die Pharaonen gekommen sind, haben sie mir erstmal ihre Schlösser gebaut und so, um mal ein Machtzentrum zu haben, um das Volk zu terrorisieren und zu überherrschen. Das hier ist in Bugarach da, wo die vermeintlichen UFOs sein sollten. Der Obelisk, naja, das erklärt dann alles. Damit ist das geklärt. Das ist, was übrig geblieben ist vom Weltuntergangsparty. Also das hier, die Medien, die haben all diese Leute hier eingeladen, da ist so viel darüber gelabert worden. Kommt man schließlich hier an, dann wird man, alle Zugang wird verboten von dieser blaue weltweite Oktagon-Armee. Ne? Es geht nur darum, um uns zu analysieren. Wie viele Leute werden was und wie viel glauben für die nächste Operation unter falscher Flagge? Sie spielen nur mit uns. Versteh das doch. Glaubt die Medien doch nicht mehr. Also es sind ihre Pharaon-Medien, die uns eingeladen haben und es ist genauso gut ihre weltweite blaue Oktagon-Armee, die dann danach alles verbietet. Ist das ein Witz, oder? So ein Witz. Also wenn man wirklich ein Außerirdischer wäre und man will die lokale Bevölkerung von eines Planeten da analysieren, wie sie reagieren auf anderen von anderen Planeten, zu denen man selber ja gehört, oder? Dann wäre es sehr interessant, um so eine Lüge hier aufzusetzen, so wie das hier. Mal gucken, wie sie reagieren, ob man bereit ist oder nicht. Und natürlich ist es hier auch ein Ablenkungsmanöver, um uns von wichtigeren Sachen abzulenken, die gerade am gleichen Moment passieren in der Welt. Und, Yeah.